Hallo und guten Tag. Nummerierung und Aufzählungszeichen. Da gibt es von Microsoft Word eine Grundeinstellung, dass das Programm erkennt, wann ich nummeriere und aufzähle. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreibe, erstens, zuerst mache ich, schreibe hier irgendwas weiter, gehe in die nächste Zeile, dann kommt automatisch 1, 2, 3 und so weiter. Das ist für mich manchmal ein bisschen störend, weil das Programm dann diese Nummerierung manchmal an Stellen setzt, wo ich das gar nicht haben möchte. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, in den Grundeinstellungen das rauszunehmen. Und zwar, wenn ich hier in die weiteren Befehle, sprich in die Word-Optionen gehe, bei Dokumentprüfung, da gibt es hier die Autokorrektur-Option. Ich für mich habe mich entschieden, hier automatische Aufzählung, automatische Nummerierung rauszunehmen. Genau wie diese Rahmenlinie. Das ist nämlich manchmal, da macht man hier so ein paar Striche und auf einmal hat man die ganze Linie und kriegt sie nicht mehr weg. Ich habe die Automatik für mich rausgenommen und ich arbeite besser damit. Aber gut, das ist Geschmackssache. Jetzt habe ich das rausgenommen und ich habe hier mal hingeschrieben, wie ich sowas mache. Also ich schreibe praktisch als Fließtext und im Menü Start in der Gruppe Absatz, da finde ich hier die Nummerierung Aufzählungszeichen. Wenn ich diesen Text jetzt hier geschrieben habe, habe mich hier an diesen Stellen immer entschieden, da möchte ich gerne einen neuen Absatz reinhaben, dann kann ich das anschließend markieren und kann sagen, ich möchte jetzt, ich bin ja in Start, Absatz, ich möchte eine Nummerierung haben. Hier habe ich viele Möglichkeiten, die ich wählen kann. Ich entscheide mich mal für diese. Und dann habe ich das hier stehen. Und hier kommt jetzt auch dieser Blitz, der sagt, ich habe jetzt, oder ich könnte jetzt meine Autokorrekturen auch noch ändern. Aber das möchte ich ja nicht. Ich habe das ja entsprechend rausgenommen. Was jetzt passiert ist, es ist jetzt eingerutscht hier. Also meine Überschrift ist hier geblieben und der Text ist eingerutscht. Wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich mich hier auf diese Schaltfläche stellen und schiebe es einfach weiter nach vorne. Die 1 fängt jetzt vorne bei Einstellung, Seitenrand links bei 0 an und der Text fängt an bei 0,63. Das ist auch so eine Voreinstellung. Hier steht nämlich hängend 0,63. Wenn ich später mal eine Gliederung machen möchte und möchte das systematisch aufrutschen, dann ist es schöner, wenn ich hier vielleicht eine 1 eingebe, dann kann ich das wesentlich besser hinterher auch weiter aufzählen. So, und wenn ich jetzt an dieser Stelle stehe und sage, Mensch, ich möchte jetzt hier noch was haben. In dem Moment, wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann kriege ich noch einen Punkt. Hier ist automatisch der Punkt 2 entstanden. Und hier könnte ich jetzt meinen Text weiterschreiben. Wenn ich mich entscheide und sage, diese zwei Texte, die sollen vielleicht zusammenkommen, dann ist es am besten, ich habe ja hier die Absatzmarke gesetzt, ich mache wirklich eine Zeilenschaltung. Und zwar ist die, wenn ich die Shift-Taste drücke, die für einen großen Buchstaben und zusätzlich die Enter-Taste. Wenn man hier die Steuerzeichen eingeblendet hat, dann sieht man das als so ein kleiner Pfeil. Das heißt, ich habe nicht mit dem Absatz gearbeitet, sondern mit dem Zeilenumbruch. Und diese Absatzmarke kann ich in diesem Fall wegnehmen und dann passt das alles wieder. Ich könnte natürlich mich hier auch hinstellen und könnte sagen, ich möchte diesen Absatz hier vielleicht ohne Nummerierungszeichen haben. Und würde sagen, ohne. Dann steht er jetzt natürlich vorne, weil das Programm jetzt ja praktisch diesen Einzug links auf 0 hat. Da müsste ich mich jetzt hier hinstellen und müsste sagen, der Einzug links, weil ich habe ja nichts geändert, ist 0,63. Und bestätige das und dann rutscht das entsprechend ein. Und wenn ich jetzt hier weiterschreiben möchte und es soll noch ein Punkt 8 kommen, wenn ich an dieser Stelle stehe, kommt jetzt Punkt 8. Wenn ich ihn nicht haben will, dann drücke ich einfach nochmal die Enter-Taste, dann ist er weg, dann bin ich aus der Nummerierung raus. Was ich hier auch schön machen kann, wenn ich jetzt hier mich in 1 reinstelle, es ist ja eine Absatzformatierung, ich muss also gar nicht zwingend diese Zeile markieren. Wenn ich jetzt hier diesen Einzug vergrößere, dann habe ich jetzt hier eine A. Das ist ja schon mal sehr schön. Aber es ist natürlich, es müsste jetzt hier vorne anfangen. Also da würde ich mich jetzt hier nochmal hinstellen und würde sagen, es soll jetzt der Einzug links nicht 0,127 sein, sondern 0,63. Das war ja vorher das. Und wie gesagt, diese komischen krummen Zahlen, die kann man sich sparen, wenn man vorher eben sagt, ich möchte das alles auf 1, 2, 3 oder sowas haben. Was jetzt auch funktioniert, wenn ich mich jetzt hier hinstelle,
dann kriege ich das B. Okay, das müsste ich jetzt praktisch entsprechend auch wieder einrutschen. Wenn ich aber nochmal drauf drücke, bekomme ich ein I. Da geht es also nicht richtig weiter. Da müsste ich dann mit dieser Gliederung arbeiten, die ich mir selbst erstelle. Aber die einfache Nummerierung funktioniert einwandfrei und wenn ich den wieder nach vorne schiebe, dann habe ich jetzt hier wieder meine 2 und wenn ich hier den wieder nach vorne schiebe, dann habe ich sogar den als Punkt 2 und es geht wieder bis zur 7. Also wie gesagt, ich habe mich entschieden, die Automatik rauszunehmen und mache meine Nummerierung Aufzählungszeichen selbst. Wie Sie das machen, müssen Sie für sich entscheiden. Ich für mich habe festgestellt, es geht für mich einfacher, wenn ich es hinterher eben entsprechend mache, so wie ich das möchte. Ja, und dann gibt es auch noch die Aufzählungszeichen, die sind ja fast identisch wie Nummerierung, aber dass man zum Beispiel so schöne Sachen kriegt, die sind nämlich in der Voreinstellung hier nicht drin, die liegen nur bei mir hier drin, weil ich sie mal benutzt habe, das zeige ich Ihnen dann im nächsten Video. Aber Nummerierung sollte so funktionieren, wenn Sie Probleme haben, schreiben Sie mich gerne wieder an. Wenn Sie mit klarkommen, wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.